Romantik mit Robert Schumanns Kinderszenen. Genauer gesagt mit dem Stück von fremden Ländern und Menschen. Aber Moment mal, Kinderszenen. Ist das nicht viel zu einfach für uns fortgeschrittene Pianisten? In diesem Video tauchen wir ein in die faszinierende Welt von Robert Schumanns Kinderszenen. Der Titel Kinderszenen führt oft zu Missverständnissen. Viele Menschen denken, dass es sich dabei um einfache Klavierstücke für Kinder handelt. Tatsächlich aber hat Schumann diese Stücke für Erwachsene komponiert. Und zwar als Rückblick auf seine eigene Kindheit und seine Liebe zu Kindern. Und am Beispiel des Stückes von fremden Ländern und Menschen möchte ich euch zeigen, wie viel Schönheit und Herausforderung in dieser Musik steckt. Für diejenigen unter euch, die direkt loslegen möchten, habe ich am Ende des Videos das gesamte Stück mit den richtigen Fingersätzen für euch bereitgestellt. Übrigens, wer die Grundlagen des Notenlesens vertiefen möchte, dem empfehle ich meinen Online-Kurs Spiel nach Noten. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, um selbstständig Klavierstücke zu entziffern. Die Stücke aus den Kinderszenen sind voller Erinnerungen und Emotionen. Robert Schumann lässt uns die Welt durch die Augen eines Kindes sehen, mit all ihren Wundern und Ängsten, ihrer Freude und Traurigkeit. Zugleich sind die Kinderszenen aber auch anspruchsvolle Klaviermusik. Schumann verwendet darin eine Vielzahl von musikalischen Techniken, wie zum Beispiel der Polyphonie, Kontrapunkt und Rhythmusvariation. Das macht es für fortgeschrittene Pianisten so reizvoll, diese Stücke zu spielen. Es ist eine Herausforderung, die musikalischen Ideen Schumanns zum Leben zu erwecken und gleichzeitig die kindliche Leichtigkeit und Unbeschwertheit zu bewahren. Also, lasst uns mal einen Blick auf die Noten werfen. Was fällt auf? Auf dem ersten Blick gibt es nicht eindeutig eine Melodie und eine Begleitung. Dazu muss man besser hinschauen und erkennt hier die Notenhälse nach oben und nach unten. Dort handelt es sich um Melodie und Basstöne. Ein sehr häufig auftretendes Phänomen in der romantischen Klaviermusik ist, wie ihr hier sehen könnt, dass die Mittelstimme auf beide Hände verteilt wird. Als erstes empfehle ich dir, die Melodie einzeln zu spielen. Du siehst, die Hälse nach oben bilden die Melodietöne. Bei den Basstönen zeigt der Hals nach unten. Das gleiche machen wir jetzt mit der Mittelstimme. Dazu, dass du nachher die Stimmen viel besser im Zusammenspiel hören kannst und in der Lautstärke auch differenzieren kannst. Und die Schwierigkeit bei diesem Stück ist eben, dass wir das alles in zwei Händen machen und nicht nur rechte Hand Melodie und linke Hand Begleitung. Nachdem wir uns jetzt die Struktur und den Charakter des Stückes angeschaut haben, möchte ich euch eine spezielle Technik zeigen, die euch dabei helfen wird, die Töne in der weiten Lage in diesem Stück präzise und klangvoll zu treffen. Diese Technik ist nicht nur für dieses Stück hilfreich, sondern kann auch in vielen anderen Stücken angewendet werden. Findet quasi diese Bewegung statt, aber treibt das Netz natürlich auch maßlos. Ihr seht, dass ich das immer so abwechsle. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Das ist genau die Technik, die wir bei solchen Stücken anwenden, weil dieses Phänomen, dass die Mittelstimme auf beide Hände verteilt ist, kommt in der romantischen Musik sehr, sehr häufig vor. Generell in romantischer Musik verwenden wir eigentlich auch immer Pedal. Wir verwenden das nachtretende Pedal immer beim Harmoniewechsel. Also möglichst, dass es dann nicht verschwimmt, sondern jetzt, jetzt. Jetzt. Was meint ihr? Ist dieses Stück vielleicht doch nicht so einfach, wie man denkt? Schreibt eure Erfahrung gerne unten in die Kommentare.
Eine ausgewogene Mischung aus konzentriertem Üben und einer kreativen, entspannten Haltung hilft dir, sowohl Fortschritte zu machen als auch Freude am Spielen zu haben. Wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem